Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute gemeinsam darüber reden, wie kann ich die Sympathie meines zukünftigen Kunden gewinnen. Wir reden hier über einen Verkaufsprozess. Und im Verkaufsprozess habe ich eine wichtige Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit der Kommunikation. Und hier haben wir die Möglichkeit in drei Bereichen aufgeteilt, nämlich in den Bereich Körpersprache, in den Bereich Tonalität und im Bereich gesprochenes Wort. Und wie Sie hier sehen, ist der Bereich Körpersprache der mächtigste, der größte Bereich, den ich zur Verfügung habe. Die Tonalität ist schon wesentlich geringer und eigentlich der Inhalt, das gesprochene Wort, hat am wenigsten Wirkung. Wenn ich jetzt im Verkaufsprozess bin, sollte ich natürlich, wenn ich alle meine 100% nutzen möchte, sollte ich im Verkaufsgespräch immer das Persönliche suchen, das Treffen mit dem Interessenten. Oder wenn es über die Entfernung nicht möglich ist, über Video. Es gibt heute vielfältige Möglichkeiten, mit Videochat, mit Videosystemen zu arbeiten, sodass Sie auch als Person rüber können und Ihre vollen Fähigkeiten einsetzen können. Wenn ich nur die Möglichkeit habe, das Telefon zu nutzen, verliere ich über 50% meiner Kommunikationsfähigkeiten. Das heißt, dann muss das, was ich spreche, wie ich spreche und der Inhalt natürlich wesentlich bedeutender sein, um dann auch noch die Überzeugungskraft zu haben. Und den geringsten Wert ist natürlich das gesprochene Wort, aber auch das geschriebene Wort. Das heißt, wenn ich etwas schreibe, einen Brief schreibe, eine E-Mail schreibe, einen Blogbeitrag oder einen Post bei Facebook, dann fehlen mir weit über 90% meiner Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, wenn Sie im Verkauf sind und Sie das Maximale herausholen wollen, nutzen Sie es und versuchen Sie immer ein persönliches Treffen zu organisieren oder eine Videokonferenz. Dann können Sie 100% Ihrer Kommunikationsmöglichkeiten ausnutzen.